willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Einen wunderschönen guten Abend, meine Süßen. Ja, ich habe schon wieder Scheiße gebaut. Ich mach's diesmal ein bisschen schneller. Tonspur war schon wieder im Arsch, aber das war ein richtig geiles Gameplay und dazu noch mit Facecam. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme wieder die Tonspur von der scheiß Digitalkamera. Das heißt, ihr könnt euch wieder auf einen nicht so prallen Ton gefasst machen. Allerdings, wie schon erwähnt, das Gameplay war einfach wirklich ganz geil. Und dazu noch mit der Facecam. Es gab einige Rage-Momente. Und ja, deswegen gibt es heute nochmal etwas schlechtere Tonqualität. Aber wahrscheinlich werde ich an diesem Tag sogar 4 Videos bringen. Das heißt, dieses Video ist sowieso nur ein kleines Special. Und ja, das wäre schon gewesen. Also viel Spaß jetzt. Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf FIFA und zwar auf dem ganz normalen Foot-Account. Jo, ich habe mir überlegt, machen wir doch nochmal so ein kleines Facecam-Gameplay hier auch in FIFA, nicht nur in Outlast. Und ja, mit was für einem Team spielen wir? Ihr habt schon gesehen, wir wollen Liga spielen. Weil ich habe mir gedacht, eine Niederlage ist in Ordnung. Spielen wir... Ja, eigentlich müssten wir ja mit dem... ganz, ja, sozusagen in Anführungszeichen Standard-Team von uns spielen, was wir gebaut hatten. Ich glaube, wir versuchen es tatsächlich hiermit. Ich glaube, ich krieg auf die Fresse, aber scheißegal. Wir haben es gebaut und deswegen müssen wir es spielen. Ich habe mir erst überlegt, erstmal einzeln spielen mit dem Team, aber ich habe dann auch gedacht, ja, Liga gibt es dann vielleicht für euch ein paar mehr Emotionen. Und ja, deswegen werden wir es jetzt hier in der Liga mal probieren. Dem Reus gebe ich auch mal eine Fitnesskarte. Aber ansonsten kann es ja eigentlich losgehen. Ich sehe wahrscheinlich komplett übermüdet aus. Wir haben gerade 4:30 morgens. Ja, ich warte auf was ganz Spezielles. Auf was ist jetzt erstmal egal. Das erzähle ich euch wann anders wahrscheinlich nochmal. Aber ich warte gerade auf 5 Uhr morgens. Also das heißt, ich habe jetzt so eine halbe Stunde Zeit. Dann habe ich fertig gewartet. Und ja, deswegen, ich bin ziemlich am Arsch. Ich habe ziemlich viel Kaffee gesoffen, weil ich musste wach bleiben. Also ich konnte jetzt auch nicht irgendwie pennen und um 5 Uhr aufstehen. Ich musste die Zeit lang wach bleiben und ja, jetzt habe ich mir gedacht, nimmst du noch mal ein Video auf, vielleicht nicht die beste Zeit jetzt gerade, aber naja, scheiß drauf. So, Gegner suchen, müssen wir mal gucken, wie lange das hier so dauert. Ansonsten muss ich das hier auch mit der Facecam cutten. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Lass mal die eine Suche hier nochmal durchlaufen. Joa, sieht mir jetzt aber nicht so prickelnd aus, was Gegner anbetrifft. Nee. Alles klar, ich würde sagen, gut, keine Gegner gefunden. Ich suche den Gegner, hole euch wieder rein, bis gleich. So, Leute, wir haben den Gegner gefunden und zwar den Chelsea FC. Und er labert nicht nur, sondern er hat wirklich Chelsea. Mit Fabregas im ZOM, Torres vorne, Eto'o in Form, Schürrle in Form, Hazard Team of the Season müsste es sein. Dazu noch Matic Team of the Season, Zuma, David Luiz, Ivanovic, Philippe Luiz und Cech Team of the Season. Also wie gesagt, er ist nicht einer, der labert, sondern er hat wirklich Chelsea. Und ja, das sieht auch ganz schön aufgestellt aus. So, Pressing, hoher Druck, defensiv, weil es eine Dreierkette ist. Würde ich jetzt erstmal vorschlagen. Ich sollte eigentlich auch mal Konter probieren. Ich glaube, das könnte gar nicht mal so schlecht sein. Aber jetzt vorerst machen wir jetzt mal die Tests in anderen Spielen. Es könnte auch sehr gut sein... Ich habe eigentlich gewusst, dass er den Ball durchlässt, bin deswegen extra hinter ihm gelaufen, drücke dann aber sofort passend aus. Also sehr schlau von mir mal wieder gemacht hier. Was ich sagen wollte, sobald wir merken in diesem Spiel, dass es nicht läuft mit dieser Formation, werden wir sofort umstellen. Das heißt, in diesem Spiel will ich mir nicht lange Zeit lassen und irgendwie lange rumtesten. Ich will dieses Spiel gewinnen und Ligaspiele sind jetzt ehrlich gesagt auch nicht so super zum Testen. Hier ist Klose zum ersten Mal durch. Klose pusht sich einmal, aber dann gegen beide schafft das dann leider nicht. So, das ist Eto'o. Stimmt, Ramirez hat er gar nicht aufgestellt. Na gut, der passt in die Formation natürlich auch nicht so rein, wenn er sich für Matic entscheidet. So, Kilikilini. Was? Ja, was habe ich denn bitte gemacht? Hier. Überhaupt nichts. Hopp, haben wir Ball. Ja, wenn die Pussy da sofort umfällt, was kann ich bitte dafür? Naja, stellen wir uns den mal hier rein. Er flankt ihn anscheinend, aber nicht gut. So, schmeißen wir mal. Das kann gefährlich werden. Alter Vater, Massive, du bist ein ziemlicher Vollidiot.
Ja, da habe ich sogar dem Herrn Neuer ein bisschen zu viel zugetraut. So, spielen wir hier auf die Außen. Na, Alter. Ich muss mich mal irgendwie wieder ein bisschen anders platzieren hier, weil ich gucke schon wieder alles ins Mikrofon rein. Und das ist jetzt nicht so ganz Sinn der Sache. Hier extra mit Boateng, glaube ich, komplett durchgelaufen. Und da verliert er den Ball. Macht den... Alter. Danke. Ah. Jetzt hier vorne durch. Ey, wenn der Ball nicht ankommt. Wenn der Ball im Auslande, dann fick ich dich. So ein verdammt einfacher Pass in einen 100 Meter großen Raum und geht halt einfach nicht durch. So, schön hier gemacht von Luis Gustavo. Ich sollte aufhören, die Leute zu loben. Erst was Gutes gemacht und danach kommt dann immer gleich wieder irgendwas Schlechtes. Jetzt presst er mir aber ein bisschen zu viel. Aber dafür können sich natürlich Räume ergeben, wenn der Robben mal laufen würde. Schätzelein, wenn du mal in die Lücke läufst, dann kann der Klose auch den Doppelpass ansetzen. So, hier will er ein bisschen rumdribbeln, ist ziemlich schwachsinnig gewesen, weil hat ihm natürlich nicht unbedingt einen Vorteil gebracht und das ist schon wieder ein katastrophaler Pass. Ah, in dem Spiel bin ich jetzt ein bisschen sauer, wirklich. So, ey, jetzt ohne Scheiß wollen die Jungs mich verarschen. Ich meine, da rechnet hier noch nicht mal der Gegner mit. Wo soll der Pass bitte hingehen, Götze? Der ist weder auf den Außenspieler noch irgendwie... Oh. Oh, Alter, in diesem Spiel sammelt sich sämtliche Aggression komplett auf. Wenn diese scheiß Unterbrechung nicht wäre, bis er den Ball rausgekickt hat, dann wären wir da wunderbar frei gewesen. Aber ich muss eine Passquote von 50% oder so haben. Mehr dürfte es prinzipiell nicht sein, weil einfach jeder Pass daneben geht. So, sind hier wir auf der Stelle am Rumtanzen. Das ist gefährlich. Ich glaube, ihm macht das persönlich Spaß. Aber das ist mal saugefährlich, was er da macht. Weil dann rücken die Leute immer nach vorne. Und da hat er eben schon wieder fast den Ball verloren. So, jetzt vielleicht auch wieder. Nee, diesmal passt er dann doch früher ab. Ich meine, diese Dribblings kann man natürlich nutzen, um sich ein bisschen Raum und Zeit zu verschaffen. Aber ich glaube, er macht das ein bisschen zu übertrieben. Hier vorne durch auf Arjen Robben. Der geht auf die Reise. Dürfte durch sein und schießt einfach nicht. Ganz ruhig, Messe. Ganz ruhig. Aber ganz genau aus diesem Grund habe ich mich für Liga entschieden. Weil ich irgendwie sowas schon erwartet habe, so ein Gameplay. So. Na, dribbelt er hier ein bisschen rum. Haben wir. Ah. Chiellini. Fackel weit nach vorne. Götze. Luis Gustavo. Und jetzt ist er hier vorne mit dem Herrn Fabregas. Haben wir aber mit Naldo. So, erstmal hier kurz gespielt, weiter auf Götze, weiter auf Götze, nein, aber schön, erst schöne Grätsche von Robben und jetzt ist das 1:0, ja, da musste ich mich entscheiden, entweder decke ich hier drüben seinen Spieler ab, damit er nicht sweaten kann, oder ich gehe auf ihn drauf und ich habe mich für die Halbposition entschieden, macht er genau richtig, er macht es ganz ruhig, legt den Ball auf den Rechten und macht den mit Finesse rein, ist scheiße ärgerlich, muss ich sagen, aber... Ist halt so. Ich habe mir gedacht, wenn er flach schießt, dann hätte Chiellini den natürlich schön abfangen können, aber war nicht der Fall. Und ich würde sagen, wir wechseln, stellen jetzt auch direkt um. Ich will jetzt nicht direkt sagen, dass es an der Formation liegt, aber irgendwie wollen die Leute mich in dieser Formation gerade ziemlich verarschen. Das heißt, es kommt einfach kein Pass an, überhaupt keiner. Nächste. Gut, das war jetzt mal kein einfacher Pass, aber ich meine, die einfachen Pässe kommen nicht an. Und das tiltet mich ehrlich gesagt ziemlich aktuell. So, naja, geben wir der Formation nochmal ganz kurze Chance. Mario Götze, spielen wir hier erst nochmal weiter und jetzt auf, bring ihn durch. Kantre war, bringt die Flanke in den Rückraum auf Miro Klose und der macht aus 6 Metern oder sagen wir mal 7, 8 Metern das Ding nicht rein. Oh, Kantre war mit der Ecke, da steht irgendwer in der Mitte, macht aber auch das Ding nicht rein. So, Fernando Torres. So, spielen wir hier erst nochmal zentral. Jetzt nochmal hier einen weiter. Nochmal einen zurück. Und jetzt, ja, mach erstmal. Das ist, wenn der Pass wenigstens in die Richtung kommen würde, wo ich hinpassen will, dann würde ich mich ja noch nicht mal beschweren. Ich meine, es kommt nicht jeder Pass an. Aber die spielen die Pässe in Räume, wo gar keiner steht. Kann ich nicht verstehen, aber naja, das ist halt so.
So, Etoda habe ich mit gerechnet, aber Boateng ist trotzdem noch einen Ticken weitergelaufen und so ist er dann fast noch durchgekommen. Miro Klose, oh, er kommt immer noch dran. Er zieht sich seine Abwehr scheiße krass raus und wir kriegen einfach nicht den letzten Pass auf die Reihe. Aber jetzt vielleicht mal. Miro Klose ist durch. Miro Klose. Und Čech greift über und hat das Ding. Scheiße, Mann. Ach, Kantri war mit der Ecke. Hinten steht Miro Klose. Alter. Ja, das war tatsächlich eine 99er Kopfball. So, 1:1 hier. Jetzt bitte weiter so. Bitte weiter. Und bringt die Pässe an Mann. Aber war irgendwie schon wieder... Ja, bildlich, dass wir... Oh, da vorne. Sind wir durch. Wenn... Alter. Wozu hat man einen 91er Rating, wenn man den Ball 5 Meter von der Brust springen lässt? Jetzt mal ganz außer Acht gelassen, dass das natürlich nicht die einfachste Annahme ist. Aber ich meine, das ist FIFA. Und da kann das eigentlich auch ein Bitch Barbo. Und ja, deswegen müsste das auch so ein Robben können. So, 1:1 zur Halbzeit ist in Ordnung. Weil ich meine... Gegner, ja, hatte eine Chance, ein Tor. Wir hatten schon mehr Chancen, deswegen hätte es mich auch ein bisschen getiltet, wenn wir hier mit einem Rückstand in die Pause gegangen wären. Ich muss auch sagen, ich reg mich wieder zu viel auf. Ich muss mal wieder dieses mit dem Lächeln, das muss ich mal wieder integrieren, dann klappt das hier auch. So, das machen wir jetzt auch mal. Hier als Lächeln und jetzt schön den Gegner zerstören über Reus. Marco Reus, komm. Miro Klose in der Mitte. Die Flanke kommt ganz weit auf. Alter. Da kann ich echt nicht mehr lächeln. Natürlich ist das Ding nicht einfach zu nehmen, aber das Tor ist leer. Und mit einem wie viel? 94 Schuss? Kann man das Ding vielleicht machen. Klose, macht er gut hier. Ich dachte, er geht aggressiv auf mich drauf, deswegen habe ich den Klose nur ein bisschen abgestoppt. Aber er hat es genau richtig gemacht und ist nämlich nicht aggressiv drauf gegangen. Company. Nee, Company ist gar nicht hier mit drin, ne? Uiuiui. Company ist hier, glaube ich, gar nicht mit drin. Aber irgendwie... Ach, Naldo! Ja gut, ist auch so eine Kante wie Company. Deswegen habe ich den, glaube ich, auch schon zweimal verwechselt hier. Weil wir haben ja in letzter Zeit relativ viel Company gespielt. Und deswegen war der irgendwie so in meinem Kopf drin. Mario Götze. Sind wir hier über die Seite? Sind wir auch da mit dem Klose? Und er kann ihn hier durchchippen auf... Alter... Auch hier hätte ich mich nicht beschwert, wenn Robben nicht an den Ball gekommen wäre. Aber dann soll der Ball doch wenigstens in die Richtung von Robben gehen und nicht wieder genau auf seinen Keeper. So, hier einen weiter nach vorne. Nochmal einen weiter. Er macht ein gutes Pressing hier. Das muss man ihm lassen. Und er holt den Keeper raus. Ein Robben, selber schuld, 2:1. Das macht er anscheinend ziemlich gerne, sich den Keeper rauszuholen. Meiner Meinung nach komplett schwachsinnig, weil er hat... noch alle Chance mit der Abwehr dran zu kommen, beziehungsweise er hatte mich komplett in der Zange. Ich wäre da nicht frei vom Keeper gekommen, aber naja, ist seine Sache. So, und wir sind jetzt 2:1 vorne, nächster Lob. Aber er spielt auch gute Lobs, das will ich auch mal dazu sagen. Das heißt, er spielt keine Plinten, sondern wirklich sehr gute in die Lücke. Und abwehrmäßig macht er das richtig stark, das heißt, er macht sehr gutes Pressing. So, Marquisio hier außen durch, Klose steht in der Mitte, Miro Klose... Na gut, da kann man jetzt keinen Vorwurf machen. Ich meine, auch wenn er 99 Kopfball hat, er ist nur 1,84 groß und kann dann auch nicht jeden Kopfball gewinnen. Das wäre, denke ich mal, ein bisschen vermessen. Kilicchellini macht, glaube ich, hier irgendwo vorne im Sturm rum. Und ehrlich gesagt, gefällt mir das überhaupt nicht. Oh, Elfmeter! Ja, natürlich hat er einen Ball gespielt, aber bei FIFA gibt es da, glaube ich, des Öfteren mal einen Elfmeter für. So, hier auf die Außen... Lässt er mich ganz gut aussteigen, aber können wir mit Cantreva noch von hinten pushen? Oh, schlechter Pass von Kilicchellini. So, spielt das Ding hier rüber. Ja, nicht wieder den Lobpassweg freigeben. Na, es dürfte nichts werden. Ne, wird auch nichts. Ich meine, Eto kann zwar so ein Ding schon machen, aber so halb aus dem Stand, da kommt eigentlich nie Dampf hinter den Schuss. Manchmal passiert's, aber in den meisten Fällen halt nicht. So. Er ist jetzt aber, glaube ich, offener. Ja, hier einen nach hinten abgelegt. Und jetzt vorne erstmal durch auf Mario Götze, der jetzt nicht die allerbeste Ballmitnahme macht. Und leider steht Miro Klose nicht vorne drinne. Götze, Flanke, Robben, Cantreva. Am Tor vorbei. Schade. Aber weiter pushen, Jungs. 70. So. Ja, von hinten, von vorne gepusht.
Hat er ganz gut gemacht mit dem Ball durchlassen, kann in dieser Situation aber auch gefährlich werden. Aber da wollen wir natürlich drüber reden, weil es ist nicht gefährlich geworden. Oh! Raus! Alter! Gut, ruhig bleiben und lächeln natürlich. Schön, Gustavo im ersten. Machst es noch im zweiten? Leider nicht. Kilikilini muss nachsetzen. Spielt er hier schnell auf. Spielt das! Fick dich, Alter! Oh, ne Scheiße, Mann! Das ist nicht wahr! Ey, wie mich sowas abnormal aufregt. Ey, das ist doch so scheiße, das Spiel. Im echten Leben würde niemals der eigene Keeper seinen Mann da anschießen, weil, ich meine, die haben ja ein bisschen Hirn und sehen auch, wenn da außen wer mitläuft, wenn da vor einem der Gegenspieler steht. Alter! So, na? Ja, Kantri war hier nochmal. Aber wir laufen in Eden Hazard rein. Aufpassen hier. Eden Hazard habe ich übrigens so gut wie noch gar nicht gesehen. Ich muss mich konzentrieren. Alter, ich will das Spiel gewinnen. Ich habe keinen Bock auf ein Unentschieden. Hüpf. Ja, schön. Götze. Götze übrigens irgendwie überhaupt nicht am Laufen. So. Und da kommt wieder der Lob und der ist drinne. Ah, du. Lieber Kerl. Ach du Scheiße, ey. Meine Güte. Nee, Sieg für ihn wäre nicht in Ordnung. Ganz klar nicht. Ist ein sehr guter Spieler, aber wir hatten einfach bessere Chancen. Und zu seinem letzten Tor will ich mal überhaupt nichts sagen. Hier vorne durch auf Arjen Robben. Arjen! Willst du mich ver... Ey, komm, Alter, ohne Scheiß. Wozu kauft man den 91er, wenn dieser Bastard das leere Tor nicht trifft? Denn da setzt er sich wirklich sehr, sehr gut durch. Und Achtung, genau hingeschaut. Na, leg ihn nochmal ab auf Arjen. Fick jetzt ohne Scheiß, Junge. Du kannst dich sofort aus dem Team verpissen. Das ist doch nicht wahr. So, jetzt hier nochmal 8 Minuten Konzentration. Ey, das ist wirklich nicht wahr. Nein, jetzt steht er noch im Abseits. Ey, der hat in dem Spiel 300-prozentige, 3 Stück. Das ist einfach, boah, Alter. So, ganz ruhig. Ah, Marco macht das gut. Hat er antizipiert hier. So, den will er hier wieder in die Lücke schicken. Er wartet ganz gerne halt, wie gesagt, ab, dass ich abhaue. So, schön gemacht jetzt mal hier vom Robben, schönes Dribbling. Jetzt ziehen wir mal aufs Tor zu. Und da hat er den Keeper schon wieder draußen. Der Schuss ist aber nicht gut gewesen. Na komm, Marquisio pusht dich. Ziehen wir hier nochmal nach hinten. Ah, scheiße. Da muss er den Ball schneller spielen. Da habe ich natürlich sofort X gedrückt. Ob man es glaubt oder nicht. Miro Klose. Er macht das mit seinem Pressing relativ gut. Das muss ich ihm einfach mal lassen. Er steht... Ja, teilweise mit 3 oder 4 Spielern hinter mir. Und das ist echt nicht leicht, dann da vorne durchzukommen. Hier! Da sollte er natürlich nicht hin. Marco! Und, oh! Ja, ich wollte den kurz spielen und wollte dann mit Marco den Doppelpass spielen. Aber so klappt das natürlich nicht. So, hier kommen wir nochmal von hinten. Aber den müssten wir abgefangen haben. Haben wir auch. Komm! Ach komm, bitte. Nochmal einen Angriff hier. Luis Gustavo, aber da kommen wir nicht nochmal durch. Aber vielleicht können wir den Ball nochmal erobern. Ah, können wir zwar, aber das Spiel ist zu Ende. Nee, Alter, ohne Scheiß. Der Sieg geht nicht, das Unentschieden geht nicht in Ordnung. Wir müssen hier einfach gewinnen. Ist jetzt hier noch irgendwas oder wie? Nee, Spiel ist zu Ende. Wir müssen das Spiel hier einfach gewinnen. Aber jetzt sagt mir bitte meine Fehler. Ich weiß, dass Robben in dem einen Moment im Vollsprint ist. Aber den schiebe ich dir mit einem Außenverteidiger rein. Und danach das Ding, ja okay, da kann man sagen, es war sein rechter Fuß. Aber bitte. Nee, also Robben hat in dem Spiel mal richtig ordentlich verkackt. Ohne Scheiß. Ja. Klose kann ich gar nicht so bewerten. War jetzt, glaube ich, auch nicht so überragend. Aber hat jetzt nicht irgendwie so Chancen vergeben, wo ich komplett ausgerastet wäre. Ja, wir sind auch statistikmäßig vorne, also 11 zu 5 Schüsse. Aber... Es geht mir vor allem um die 100-prozentigen. Also von den 6 Schüssen aufs Tor waren bestimmt 400-prozentige. Und, Alter, das geht mir mal sowas auf den Sack. Gucken wir mal. Ja, Robben vorbei. Das kann er. 2 Minuten hintereinander. Hier, ich gehe am Keeper vorbei extra.
So, jetzt ist das Tor leer. Ich entscheide mich hier für den Schuss. Und der Winkel ist jetzt nicht so spitz, dass man den nicht machen kann. Und ja, bitte. Der geht noch nicht mal von Pfosten oder so. Wenn er von Pfosten geht, dann sage ich, okay, hätte ich mich auch aufgeregt, aber hätte ich gesagt Pech oder so. Und dann hier nächste Aktion von Robben. Schön von Götze, glaube ich, noch oder so in die Mitte abgelegt. Ein Robben am, ja, von 13 Metern. Ist zwar ein Volley, aber das Ding auch wieder gut und gerne 5 Meter am Tor vorbeigeschossen. Robben-Tor können wir uns natürlich auch angucken. Ah ja, okay, das war, wo er Keeper rausgeholt hat. Das, so einen Schuss macht er dann hier. Wie gesagt, Keeper ist zwar draußen, aber so einen Schuss ballert der dir dann rein. Ansonsten, neuer, dazu muss ich wohl gar nichts sagen. Hier, okay, wenn er das Ding macht, vollkommen in Ordnung, das sieht man öfter. Aber dann hier, Fernandinho oder Naldo oder Boateng. Boateng ist es übrigens. Ich dachte vorhin Fernandinho. So, alles geklärt eigentlich. Und jetzt kickt der Neuer den Boateng an und der Ball. Es ist halt einfach so. Die können sich entscheiden, entweder Boateng klärt den Ball, Neuer klärt den Ball, irgendeiner, aber natürlich Neuer springt da rein und haut sich das Ding selber rein, der alte Ficker. So, Klose vorbei, gucken wir uns natürlich auch mal an. Na gut, das war das Ding, genau, da habe ich aber auch gesagt, das ist auf jeden Fall schwerer als das Robben-Ding, weil er muss halt hier einen Seitfallzieher ansetzen und der Winkel ist halt relativ spitz, aber kann man vielleicht trotzdem auch mal machen. So, Klose Tor war nach einer Ecke, Check Parade und dann sein erstes Tor, das war eiskalt von ihm ausgekontert. Und ja, da musste ich mich hier mit Chiellini entscheiden. Torres ist in der Mitte gewesen. Wenn ich ihn sofort angegangen hätte, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber so legt er sich auf den Rechten und Finessen einfach rein. Alter, was eine Partie. Boah, das hat mich übelst getiltet. Das hat mich getiltet, ja. Und ich sehe gerade, wir haben 5 vor 5. Was für mich wiederum heißt, dass ich das Video jetzt beende, weil jetzt in 4 Minuten muss ich was machen. Und ja, ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare, schaut mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao!